Wissen ist Macht. Hau deinen besten Content raus und du wirst Kunden bekommen. Hallo und herzlich willkommen. Warum das ein Problem ist und meiner Meinung nach auch nur in den seltensten Fällen anwendbar. Ein paar Beispiele aus der Praxis. Bleib dran. Nach dem Intro geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Wissen ist Macht. Natürlich stimmt das, dass Wissen Macht ist. Es gibt einige, die sagen, Wissen ist Macht. Ja? Knowledge is everything. Also der, der einen Wissensvorsprung hat, gewinnt am Ende das Rennen. Ja? Dann gibt es einige, die sagen, ja, heutzutage im Zeitalter des Internets ist Wissen, das Wissen alleine, das ist völlig unbedeutend, denn du kannst heute alles googeln, ja, und wenn du dein Wissen zurückhältst als Unternehmen, dann wird dich niemand finden und es wird schwierig, hier neue Kunden zu gewinnen und so weiter. Und diese andere Partei, die sagt ganz klar und deutlich, hau alles raus, was du, deinen besten Content, dein bestes Know-how, und damit du Leute, sozusagen Kunden, die das dann nutzen und wenn sie dann einkaufen, ja, keine Ahnung, jetzt ein blödes Beispiel, du bist Orthopäde oder Rückenschmerzen-Spezialist, also mach einen YouTube-Kanal und hau so viel YouTube-Videos raus, wie nur irgendwie möglich, die frei verfügbar sind für die breite Masse, wo ganz detailliert drinnen vorgeführt wird, wie du mit Rückenschmerzen umgehst. Und wenn das dann sozusagen möglichst viele Leute nutzen und die dann eines Tages mal dann ja, gegen Bezahlung behandelt werden wollen, aus welchen Gründen auch immer dann plötzlich was bezahlen wollen, dann werden sie natürlich wieder auf dich zurückkommen. Ja, das kann mag sein, das kann funktionieren, aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, ganz, ganz viele Bereiche, besonders im B2B, also im Geschäftsumfeld, in der Finanzbranche, in der Industriebranche, in der E-Commerce-Branche und so weiter. Da, wenn ich jetzt, ich hatte mal einen Kunden für 2-3 Jahre sowas in der Industriebranche, das war eine Unternehmensberatung, sehr namhafte Unternehmensberatung, existent seit fast 20 Jahren im Bereich Lean-Management. Wenn ich denen erzählt hätte, hau euer ganzes Know-how raus, ja, die Kunden werden schon kommen, die das dann nutzen und wenn sie das dann sozusagen einen Partner suchen, dann werden sie schon auf euch Consultants zurückkommen, dann hätten die mir nicht nur einen Vogel gezeigt, die hätten mich wahrscheinlich in die Klapsmühle gesteckt. Ja. Die waren so paranoid, dass sie sogar teilweise ja, keine Informationen auf die Webseite veröffentlichen wollten, teilweise keine Newsletter versenden wollten, weil sie immer davon ausgehen mussten, dass sich auch Mitbewerber in diesen Newsletter eingetragen haben oder die Downloads getätigt haben von der Webseite und sich Informationen gesaugt und dann teilweise kopiert und so weiter. Also bestimmte Methoden und Vorgänge und so weiter in diesem Consulting-Business eben, wo die eben tätig waren seit über 20 Jahren. Und eben mein Kunde für ein paar Jahre. Und hier mal ein paar, also wir schauen uns jetzt mal die zwei Lager an hier. Die einen sagen, ja, Wissen ist Macht, ne? Du musst das wirklich sehr gut haushalten, dein Wissen, und genau aufpassen, wem du welches Wissen gibst und zu welchem Preis, denn ja, das ist eben das eine Lager, und die anderen sagen, ja, hau dein Wissen raus ohne Ende, ja, und dann geht das Business ab wie die Post. Und beide haben natürlich irgendwie ein bisschen partiellen Wahrheitsgehalt, aber ich würde mal sagen, ich nehme jetzt auch mal vorweg, was meine persönliche Meinung ist und Erfahrung. Ich würde mal sagen, das Thema ist ungefähr 90% haben die recht, die sagen, Wissen ist Macht und sei vorsichtig, wie du mit deinem Wissen umgehst. Und vielleicht 10% haben die recht, die sagen, ja, hau viel Wissen raus und dann gib viel und so weiter. Ja. Das mag vielleicht auch funktionieren in Branchen,
oder in Industrien, wo einfach schon das ganze Wissen vorhanden ist. Na, wenn du jetzt sozusagen dann mit deinem Wissen zurückhältst, dann bist du dann nicht mehr Teil, part of the game, wie zum Beispiel Online-Marketing und so weiter. Na, das ist ein Online-Marketer, die das sagen, für deren Branche das vielleicht zutrifft, aber nicht für größten Teil, 90% aller anderen Branchen. Und damit sind wir auch schon gleich bei der Auflösung dieses Rätsels. Und hier mal jetzt aufgepasst bitte. Ja, ich weiß, ich habe nur einen kleinen YouTube-Kanal, niemand kennt mich und so weiter, aber diesen einen Satz, wenn du jetzt dieses YouTube-Video bis hier angeschaut hast, diesen einen Satz, schreib dir mal sozusagen selber auf, nimm mal ein Blatt Papier und einen Stift und schreib dir mal diesen Satz auf. Wissen ist kein Wissen, okay, wenn es jeder weiß. Das heißt, Wissen, welches im Internet verstreut wird, ja, so dass es jeder Zugriff darauf hat, jeder Hans Dampf und gratis und dann kostenlos und so weiter, ist kein Wissen wirklich mehr. Na, das ist genau das gleiche Prinzip, wenn ich jetzt ein YouTube mache. Dieser Geheimtipp, der wird dir wirklich weiterhelfen. Bleib dran und schau dir dieses Video an. Und dann schaust du diesen Geheimtipp an und denkst dir, wow, krass, hey, das wissen die wenigsten und da-di-da-di-da. Ja? Sobald du ein YouTube-Video oder eine Webseite oder einen Podcast im Internet findest, frei zugänglich, unbezahlt, kostenlos, mit der Überschrift Geheimtipp, ist das schon in sich natürlich eine Lüge. Ne? Weil sobald das ins Internet gepostet wurde, ist es kein Geheimtipp mehr. Ja? Und deswegen bin ich natürlich ganz klar in dem Lager, die sagen, Wissen ist natürlich Macht. Ja? Du musst ganz genau aufpassen, wie du mit deinem Wissen umgehst. Ich habe ganz viel Wissen in einer ganz, ganz engen Nische, wie ich da vorgehe. Und das ist sozusagen, von diesem Wissen lebe ich. Das ist ein Wissensvorsprung und der hält sozusagen mein Business am Leben. Ja, genauso wie ganz viele meiner Kunden einen gewissen Wissensvorsprung in einer ganz bestimmten Nische, Branche, Programmierung, was auch immer haben, Industrie und so weiter, Lean Management, Industrie 4.0, was weiß ich. Ja. Und nur dieser kleine Wissensvorsprung ist deren Garant, ja, dass sie sozusagen ihre Dienstleistungen, ihr Consulting und so weiter auch weiterhin verkaufen werden und sozusagen weiterhin Cash generieren und Umsatz machen. Und hier mal zu, auch weil ich hier auf diesem Kanal jetzt auch viele Finanzvideos gemacht habe in den letzten Jahren und Monaten, ein super Beispiel und ein Video, das ich hier euch unten verlinken werde, welches dieses Thema nochmal ganz, 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 ganz eindeutig darstellt. Und das ist das Video, das ist eine Dokumentation, ich glaube von ARD oder ZDF, zum Thema BlackRock. Das ist der größte Hedge von der Welt. Über 9 Billionen Euro verwaltet der. Und sehr interessant, da geht es nämlich darum, dass der Grund, warum, weshalb, der Hauptgrund, warum die so groß gewachsen sind, zum größten Hedgefonds der Welt gewachsen sind, ist deren Wissensvorsprung, der über ein Rechenzentrum, das da irgendwo in Vancouver sitzt, ja, wo auch Microsoft ihr Rechenzentrum haben und so weiter, über Artificial Intelligence, also Algorithmen, die... Das ganze Programm heißt Aladdin, ja, wie die Zauberlampe, wie der Geist aus der Lampe, Aladdin. Kannst du mal googeln und einfach das Video unten anschauen. Und dadurch generieren den Wissensvorsprung. Das ist das größte und mächtigste, also künstliche Intelligenz Rechenzentrum der Welt. Ich glaube sogar mächtiger wie das von der NSA oder sowas, ja. Und die also sozusagen wirklich überall ihre Daten herziehen und so weiter. Und über diesen Wissensvorsprung, kurz gesagt, haben die diesen Erfolg. Sind die auf 9 Billionen, ja, Billionen
Ja, wir reden hier von ganz, ganz vielen Nullen. Ja, also nicht Milliarden, sondern Billionen und zwar Euro-Billionen, ja, nicht Billion Dollars, was ja nur Milliarden wären, also nur um das mal nochmal deutlich zu sagen. Ja. Also quasi haben die, die machen über diese Datenbank, schau dir die Dokumentation an, machen die überlaufen also Investitionsentscheidungen in einer Höhe, ich glaube es sind 18 Billionen Euro oder sowas. Laufender Transaktionen pro Tag so viel wie ganz USA im Jahr Bruttosozialprodukt hat. Ja? Also unfassbar. Also das muss man sich gleich zweimal anschauen, diese Dokumentation. Wie gesagt, empfehle ich euch, verlinke ich euch auf jeden Fall hier unter diesem Video. Um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, natürlich ist Wissen Macht. Ja? Das beste Beispiel ist BlackRock. Ja? Und Wissen ist eben alles und auch im Business und auch im Kleinen. Und wenn du, wenn ich jetzt mal sagen würde, ich mache jetzt halt einen, sagen wir mal, einen Online-Kurs, ja, mit Videos, wo ich all mein ganzes Wissen kombiniert, konsolidiert rein tue, ja, wie ich mein Business aufgebaut habe, wie ich es geschafft habe, mich zu etablieren in dieser extrem harten Branche, also Lead-Generierung und so weiter in IT, wie ich es geschafft habe, verschiedene Welten zu kombinieren, Marketing mit IT und so weiter. Also wenn ich all mein Know-how, mein ganzes Ding, alles, was ich weiß und kenne und so weiter, meine ganze Erfahrung da reinpacken würde, dann müsste ich diesen Kurs sozusagen mindestens für 5.000 Euro verkaufen. Weil ich davon ausgehen muss, dass, sagen wir mal, es gibt ungefähr 100 bis 200 allein hier, ich glaube, in den drei wichtigsten Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, gibt es allein an die 200 die Dienstleister, die genau das Gleiche machen wie ich. Ich muss davon ausgehen, dass, wenn ich da wirklich einen guten Kurs mache, dass mindestens die Hälfte von denen diesen Kurs ja kaufen und sozusagen alles nachmachen und kopieren, was funktioniert und sozusagen, ja, ich gar keinen Wissensvorsprung, also keinen Wissensvorsprung mehr habe, ein paar Techniken und Methoden und die das dann genauso machen und dann eben diesen Vorsprung nicht mehr habe, weil wenn es alle machen, dann ist es eben kein Vorsprung mehr. Ja, und über diesen Kurs sozusagen kriege ich dann sozusagen das Trostpflasterchen, also sozusagen die Vergütung dafür, dass ich mir meine eigene Konkurrenz schaffe. Und das Gleiche sehen wir bei Online-Marketer wie Sai Chiripu und so weiter. Ne? Die haben dann irgendwie ein Jahr lang damals wie als es aktuell war, ihre Facebook-Marketing-Online-Werbekurse, wie schalte ich Werbung rausgebracht. Spätestens nach einem Jahr hat jeder irgendwas mit Facebook rumgemacht. Zack, die Klickpreise waren dreimal so hoch. Ja? Und all diese Tricks haben dann teilweise nicht mehr funktioniert. Und also wirklich, es gibt die allermeisten Firmen da draußen. Wenn du denen sagen würdest, hau dein Wissen raus, ja, als Teil deiner Marketingstrategie, also ich würde mal sagen, mindestens 90 oder 95% aller richtigen Firmen, ja, ich meine jetzt echte Firmen, keine Pseudo-Agenturen oder sonst irgendwas, sondern ich meine jetzt Firmen, die Consulting machen seit 20 Jahren. Ja, ich meine Firmen, die Teile produzieren für Autos, für Maschinen, für was weiß ich, für Anlagen. Firmen, die eine bestimmte Technik haben, die Marktführer sind, wie sie gläserne Dächer, also offene Dächer mit Glas. Hatte ich einige Kunden, ja, produzieren, die Solaranlagen Marktführer sind in der Installation und Integration in Landhäuser und so weiter. So richtig, also die quasi von ihrem Know-how-Vorsprung leben, ja, das ist Teil ihres Modells, das ist Teil ihrer Umsatzgarantie. Ja, die schützen ihr Wissen. Die kaufen sich IT ein wie Firewalls, ja, also quasi sehr kostenintensive Schutzmechanismen in der IT, die sie haben, ja,
die 50.000 Euro kosten, 500.000 Euro kosten, nur um ihr Wissen, um ihr Know-how zu schützen. Die werden den Teufel tun, ja, und ihr Know-how da draußen verstreuen. Also, kurz gesagt, sei immer skeptisch, wenn da jemand da draußen sagt, hau deinen besten Content raus, hau deinen besten Content raus. Das kann auch derbe in die Hose gehen. Das beste Beispiel ist die Börse. Ja, mit BlackRock. Und wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn der erste, wenn jetzt zum Beispiel Netflix, wenn jetzt zum Beispiel Disney mit irgendeiner Sache rauskommt, irgendwas Neues, eine neue Serie, eine neue Plattform, so wie es letztes Jahr eben war, Disney Plus und so weiter. Der erste oder die ersten 10% vom Markt, die dieses Wissen hatten, haben noch super profitiert. Die sind eingestiegen, der Kurs ist um 20%, 30%, 40% gestiegen. Ja? Und desto weiter hinten du bist mit der Informations, mit dem Erhalt der Information, desto weniger Vorsprung hast du gegenüber dem Gesamtmarkt. Und die letzten 30%, 40%, 50% haben kaum noch Kursgewinne, die sie mitnehmen können, weil die anderen schon längst eingestiegen sind. Und genauso ist es auch im Know-how, im Business-Know-how. Und wenn du die Methode machst, ja, ich verstreue mein Wissen daraus, ne? Und dann werden die Leute sozusagen wie bei dem Beispiel Rückenschmerzen, das ich gebracht habe, ne? Die werden ihre Rückenschmerzen mit meinem Know-how dann wegbekommen, und als Dankeschön dafür werden sie dann sozusagen mein Kunde. Ja, stellt sich dann auch die Frage, okay, wenn die Rückenschmerzen weg sind, warum brauchen sie mich dann noch als Kunde, mir noch was bezahlen? Es ist sehr, sehr fraglich, und es gibt halt einige da draußen, sehr, sehr starke Marketer, sehr, sehr starke Kanäle, die das halt unfassbar stark verbreiten, diese Methode, die funktionieren kann. Aber vielleicht nur sehr, sehr selektiv, in sehr, sehr selektiven Branchen und nicht so, wie die es eben sagen, querbeet, ja, das ist the way, das ist der Weg, ja, haut den Content raus. Content Marketing. Weiß ich nicht. Das ist ein schwieriges Modell. Das habe ich oft gemacht für Firmen. Das ist aber schon 10, 15, 20 Jahre teilweise her, da wo auch organischer Traffic, also organische Besucher, organische Kunden noch eine ganz andere Geschichte war, wo man einfach sehr viel Content rausgehauen hat und dann hat man organisch eben Kunden bekommen. Auf der Basis dieser vielen Besucher dann teilweise auch Werbeeinnahmen generiert und so weiter, aber ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. So, das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich mache jetzt mal Schluss zu diesem Thema. Wissen ist Macht, und überlegt euch das mal, weil ich sehe da halt einfach teilweise Videos draußen von Marketern und Business Consultants und so weiter, die halt solche Videos drehen, wo es heißt, haut den besten Content raus. Ne? Die haben dann 10.000, 20.000 Klicks da drauf, und das sind halt echte Klicks. Ja, das sind 10.000 bis 20.000 teilweise sehr junge Menschen, meistens auf YouTube, die dann eben diese Dinge tun, umsetzen und sich dann wundern, wenn dann jeder ihr Wissen hat. Also mal, das ist wieder ein anderes Thema, ja, also teilweise 20, 25-jährige Jungunternehmer, ne? Also was haben die schon an Wissen überhaupt zu teilen, das ist wieder die andere Frage. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich 22 war, ich hatte von Tuten und auch Blasen, keine Ahnung, ja, sozusagen. Und ja, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video geholfen hat und gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniere den Kanal, wenn es wieder heißt, die Mission, ja, finanzielle Unabhängigkeit und ja, Satisfaction, ja, und Erfüllung im Leben. Bis dann, tschüss.